Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Simulationskarriere mit Real Madrid. Und heute ist wieder das El Clasico. Und wir können auf einen Punkt rankommen. Und das will ich auf jeden Fall. Ich will diese Meisterschaft dieses Jahr. Hier wird heute keine Ausnahme gemacht. 100% Fußball, Jungs. Halilovic auf Anfang. Jungs, bitte. Ich will auf einen Punkt rankommen und Barca zerstören. Genau nur an die an das Spielen der Hinrunde. Dieses. Oh, der wäre so schön gekommen. Dieses 4-0. Bitte wiederholt das. Bitte. Wir starten in die Partie. Bitte, ich hoffe einfach auf den Sieg. Komm, Halilovic, schön. Komm, Lacazette. Halilovic, Lacazette. Im Hinspiel war Lacazette noch verletzt. Also, Klassiker, das ist immer so eine Sache. Kann immer anders ausgehen. Ronaldo, der ist schon auf zwei Wertungen runtergegangen. Also, der wird schwächer von seiner Wertung. Als nächstes vielleicht schon mal so ein kleiner Saat. Dann übernächstes oder so. Lacazette. Lacazette ist da. Wir führen im El Clasico nach 6 Minuten. Und das ist wichtig. Lacazette schießt uns bis jetzt dann auf einen Punkt nochmal ran. Lacazette macht erst sein 8. Weil er, ich glaube, der war ja mal verletzt eine Zeit lang. Ich glaube, der war zweimal verletzt. Der war zweimal verletzt. Ronaldo, der beste Torschütze. Er hat 22 Punkte. Noch der beste der Liga. Ich hoffe einfach drauf, dass das was wird. Suarez. Gut gemacht von Alaba. Der hat auch 89. Und da ist der Mann, der gefehlt hat im Hinspiel. Lionel Messi. Messi. Jawohl, groß. Jetzt Halilovic, geh. Ich wollte eigentlich Ronaldo schicken. Ich wollte Ronaldo schicken. Ronaldo ist auf dem Weg hängen geblieben. Lacazette ist da. 2-0. 12. Minute. Was ist hier los? Barca pennt. Das ist ja wie im Hinspiel. Ich wollte eigentlich Ronaldo schicken. Er kam aber zu Lacazette und der knallt ihn rein. Was ist hier los? Lacazette Doppelpack. Innerhalb von 12 Minuten wird Barca rausgekickt hier. Das Erste. Aber was ist mit Barca? Ich erinnere an das Hinspiel. Wenn nicht, guckt es euch auf jeden Fall an. Es ging 4-0 aus. Das war schon richtig der Hammer. Und jetzt das hier. Jetzt führen wir hier schon 2-0. Wir sind nicht Tabellenführer, also. Ronaldo, Alaba. Was spielt Barca eigentlich gerade so für den Fußball? Irgendwie merke ich gar nichts davon, dass die überhaupt spielen. Barca spielt eigentlich gar nicht, wenn man es mal so nimmt. Bellerin. Nächste Riesenchance. Der Stegen ist da. Also Barca meldet sich noch nicht mal hier irgendwie an. Bale! Kopf voll ungeheuer. Gareth Bale. Ronaldo, nächste Ecke. Wir sind so, wir sind Kopf voll stärker als die. Bellerin. Was? Treten unsere Leute, sie laufen sich selber um. Oh. Jawohl, Halilovic, stabil. Komm. Ah, Halilovic, der gefällt mir. Halilovic gefällt mir. Modric. Halilovic. Halilovic, dreh dich. Halilovic. Na, schade. Komm. Auf Neymar. Komm, komm, komm. Gibt's nicht. Ah. Ramos. Gut. Halilovic. Lacazette, ich erinnere, er hat einen Doppelpack schon. Vielleicht schafft er da drei.
Torerfolge in dieser Partie. Komm. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Ey, ey. Na, schade. Ob wir das Hinspiel. Das Hinspiel 4-0 gewonnen. Das merkt ihr. Wenn wir es El Clasico gewinnen, sind wir Zweiter. Also sind wir ja Zweiter, sind wir jetzt auch, aber an einen Punkt dran. Den muss er doch machen. Den muss er machen und er macht ihn aber nicht. Oh mein Gott. Er nutzt den Fehler von uns nicht. Bellerin schnitzt. Sorry. Okay. Bale. Jawohl, Lacazette. Lacka. Ronaldo mit der Riesenchance zum 3-0, aber leider Latte. Neymar, komm, da musst du hinterher, Bale. Schön. Komm, Gareth, Bale. Ah, groß. Schade. Ecke. Ronaldo. Modric. Alaba. Wir spielen die ganze Zeit nur auf ein Tor. Wieso schießt Ronaldo die Ecken? Wieso nimmt das eigentlich nicht groß? Jetzt ist eingefallen. Egal. Okay, jetzt kommen manchmal welche. Bellerin. Modric. Bellerin. Was war das denn für ein Pass? Egal, da hinten Bellerin. Ja, das stimmt auf jeden Fall, dass an Suarez die Partie vorbeiläuft. Lacazette macht den, hat den Doppelpack schon. Oh. Im Spiel war es Ronaldo, der den Doppelpack bejubeln durfte. Komm. Ja gut, die machen nochmal ein Kack-Dings hier. Alaba, ich hab doch... Ich hasse das, wenn das nicht hinbefolgt. Ich hindrück. Aber egal, wir gehen mit 2-0. Führung in die Pause. So spielst du gegen Barca am besten. Einfach an die Wand spielen. Dass die gar keine Atemluft kriegen. Ah, shit. Bellerin. Schade. Gebe. Wir brauchen die nächstes Jahr nochmal neuen Innenverteidiger, neue Mittelfeldspieler und wir verletzt. Duaris. Neues Mittelfeld brauchen wir nächstes Jahr. Einen neuen Stürmer. Vielleicht als Ersatz und Verteidigung. Also wir brauchen eigentlich auf jeder Position nochmal was Neues. Für hinten hätte ich sogar einen, als für die Verteidigung. Und ja, für hinten könnten wir sogar Bailey oder Tah. Ich werde mal beide nach der Partie scouten. Im Mittelfeld werde ich dann nochmal gucken, wer gut sich entwickelt. Lacazette, komm. Shit, Alaba, da musst du hin. David Alaba. Ja, boah, ich habe schon heute 5-11er. Ich habe schon gedacht... Das geht noch, Messi. Aber Messi kann das. Aber der war schlecht. Schlecht geschossen von Leo. Ronaldo. CR7. Oh, schön vorbei mit dem Trick. Ronaldo. Ronaldo. Jetzt will er selber. Jetzt will Ronaldo selber. Jetzt will Ronaldo selber scheitert, aber. Oh, schade. Ich hätte rausspielen können, aber ich will es mit Ronaldo machen. Egal. Oh, Bale. Weltklasse. Bale, Weltklasse. Scheint voll die Sonne auf meinem PC. Sehe ich nicht mehr so viel. Aber um Barca.
zu vernichten schickt. Gut. Jawohl. Das ist. Und die spielen zu Hause dann gegen Quaretma oder so. Da gewinnen die sowieso. James Rodriguez darf nochmal. Rodriguez darf nochmal für Halilovic. Gut gespielt von Halilovic, aber jetzt auf nochmal. Der fahrende Rodriguez. Ah. Bellerin. Ada Turan. Amos Turan. Navas zweimal Weltklasse. Zweimal Weltklasse, Navas. Puh. Wichtig, dass wir diesen Typen haben. Alaba. Bale. Bale. Ronaldo. Ronaldo. Ah, schade. Schade. Weiter geht's, wir wechseln nochmal. Was haben wir noch auf der Bank? Wir haben noch Casemiro. Und wir haben noch. Was haben wir noch? Wir nehmen. Wir bringen Morata. Wir bringen Morata für Bale nochmal. Ist zwar eigentlich kein geborener Flügelspieler, aber heute schickt das mal. Komm. Ronaldo. Oh Mann. Wenn Ronaldo da nicht mehr bei uns spielt, ey. Das würde ich mir vorstellen, haben wir irgendwann kein Ronaldo mehr. Das ist krass. Es gibt aber immer. Auch auf YouTube. In einem Region, also einen. Der heißt jetzt nicht so, aber es gibt dann halt einen. Der spielt die gleiche Position so und der hat das gleiche Potenzial. Lacazette, da ist der Hattrick. Lacazette macht sein drittes heute. Hattrick Lacazette, sein 10. Saisontor. Dreimal Lacazette. Nice. Wir legen nochmal einen oben drauf. Vater, schön. Barca im Hinspiel im El Clasico 4-0 verloren. Und das haben die zu Hause 4-0 verloren. Und heute. Tico La Coruña, gegen das spielen wir als nächstes. Komm. Komm. Los. Oh, Casemiro. Okay, nochmal einen Wurf. Also in Barca haben wir 4-0 gewonnen. Da haben wir uns auswärts ziemlich gut bewiesen, ne? Komm. James nochmal und der Morata, der verliert. Und da merkt man, dass der... Oh Gott. Wir haben ein Problem. Nicht grätschen. Mann, da versuchen das Pferd zu machen. Aber Neymar... Gegen, was ist gerade gegen Ramos? So kann man denn nicht wechseln, egal jetzt. Ronaldo. Er gibt ihm gelb. Gib ihm gelb. Los. Gib. Insgesamt 7-0 haben wir das hier Klassiker mit hin und Rückspiel. Barca hat gar kein Tor geschossen. Ich meinte 8-0, Alaba, Traumtor. Alaba, Traumtor. Insgesamt mit Hin- und Rückspiel gewinnen wir 8-0, das El Clasico. Und was war das für ein Strahl von David Alaba? Der zieht einfach mal ab und macht ein Traumtor, sein drittes. Schönes Ding. Und David Alaba, 90. nochmal einen draufgelegt. Ja, wir gewinnen 4-0. Komm auf einen Punkt noch ran an Barca. Das haben die sich, glaube ich, anders vorgestellt. Ich glaube nur. Glaube nur.
Ah, gut, Nummer 82 Alilovic. Simulation gegen die und dann gegen Valencia. Wir haben den reinsten Rotzals gegen. Ich muss gerade ja da auch nicht mehr. Habe ich dann weggemacht, der voll gut war. Habe ich den einen Typ sogar verpflichtet. Wo ist er? Er ist voll schlecht von seinem. Den könnten wir trainieren auf jeden Fall. Datenkram. Dann trainieren wir hier mal Flasic oder ihn. Dann trainieren wir Flasic. Vielleicht, das werde ich noch ändern. Warte da von Anfang an in den Sturm. Franz gewonnen, Auswärtssieg. Was hat aber safe auch ihr Spiel gewonnen. Ich bin ja wieder auf Top umstellen hier. War ganz wichtig, dass ich im letzten Spiel umgestellt habe. Otto. Penta Laptop. Junge, Junge. Heimspiel Valencia, bitte ein Sieg, bitte. Ich bin nur 1-1, versauen uns alle. Oh, Barca. Das war bitter. Barca. Ah, jetzt kann ich mir die Haare rausreißen. Ich mir gerade jedes Haar einzeln. Nicht viel Info. Bin hier. Der hat ein gutes Potenzial. Es gibt Batman. Warte mal, wo ist er? Hier den. Weil der hat ein übelstes Potenzial. So, die drei werden trainiert. Gefällt mir. Der geht auf eine 58. Haki mir auf eine 70. Season für Nachwuchsarbeiten. Ach, dass die spielen auch noch, aber ich habe keinen. Der Schatz eigentlich rasiert. Mein Telep ist aber nicht so im bester. Vom Varan ist besser als Dings. Das ist nice. Bitte brauchen einen Sieg. Ja, 3-0. Es wird so eng um die Meisterschaft. Wir müssen hoffen. Ja, Bianchic hätte was wieder brauchen. Er kauft eine 44. Nice. Was haben wir jetzt? Heimspiel gegen Sevilla. Und Sevilla, Alter. Sevilla ist ein Beast. Aber ich würde sagen, wenn euch diese Folge FIFA 17 Simulationskarriere gefallen hat, die Folge, lasst mir sehr und da ein Abo, würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.